Also als ich von dem Projekt gehört habe und was der Ansatz ist, dass es auch um die Varianten geht oder um die wahre Geschichte hinter den Märchen, fand ich das Ganze eigentlich schon super spannend, weil ich Märchen total mag und auch natürlich als Kind ganz viel Märchen mitbekommen habe, aber da ist ja auch immer, auch als Kind ist ja dieser Gruselaspekt dabei. Also man fürchtet sich ja vor manchen Märchen einfach auch ganz, ganz arg. Also den Ansatz, den Rabea und ich dann dazu hatten, der war natürlich tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich und ich bin froh, dass das so dann auch umgesetzt werden konnte. Bei uns beiden war es jetzt so, dass Rabea eine Geschichte geschrieben hat und ich in meinen Illustrationen eine andere Geschichte erzähle, aber die beiden natürlich auf einer Seite zusammen stattfinden und eher so eine assoziative, thematische Verbindung irgendwo noch dann zu finden ist. Ich war in der Zeit gerade in London, als Rabea mir ihren ersten Textentwurf geschickt hat. Und ja, also ich hatte den Entwurf gelesen und bin dann so durch London gelaufen, hatte währenddessen halt so ein bisschen überlegt, was ich denn zu der Geschichte machen könnte. Und bin dann zufällig, dann, als ich da an dem Kanal entlang gelaufen bin, in so einen Tatort, in so eine Crime-Scene reingeraten. Da war alles abgesperrt, da stand die Polizei da und ich war dann so ein bisschen neugierig und habe dann geschaut, was denn da los ist. Die Thematik war so stark da mit Frau Holle und auch mit Rabeas Interpretation, dieses Verschwinden, wieder auftauchen, verändert, entstellt sein, dass ich dachte, gut, das ist natürlich jetzt gewagt, die Geschichte zu verbinden mit Rabeas Geschichte, aber die Thematik ist doch so gleich und die Stimmung ist gleich, düster. Probieren wir es mal aus und so kam das zustande. Ich habe halt immer so mein Skizzenbuch dabei, habe da auch eigentlich ein relativ ähnliches Bild gezeichnet, wie es dann nachher auch im Buch drin ist. Im Buch muss es natürlich sich dann auch auf das Format beziehen. Aber das war so die erste Skizze, die ich da gemacht habe mit diesem Kanal und diesem Forensic-Team und Zelt, wo alles so ausgeleuchtet ist. Und ich kann das hier auch mal zeigen. Das ist eigentlich dann relativ ähnlich, gell? Also hier hat man eigentlich das gleiche Motiv. Ich habe es dann hier mit dem Wasser noch erweitert, weil das eben besser zu dem Hochformat passt im Buch. Und das ist ja mit Schwarz und einer Sonderfarbe mit Rot gedruckt. Deswegen kommt dann hier dann noch diese Farbe dazu. Da kommen nachher noch so Sprechblasen rein. Und da oben hat man so die Lichter von den Polizeiautos gehabt, die dann alles so in so ein rotes, gefährlich aussehendes Licht gesetzt haben. Deswegen ist hier auch noch so ein bisschen rote, dramatische Farbe mit drin. Also in London war halt alles zutapeziert mit diesem Missing Gemma McCluskey Plakat. Es hing dort in jedem Coffeeshop und halt überall in jeder Ecke. Genau, dann von daher taucht es natürlich in meiner Geschichte auch auf, hier als Zeichnung. Ich habe das dann hier auf so einem Transparentpapier gezeichnet. Das auch so für Kohle und Graphit ist das ganz schön, weil man da auf diesem glatten Papier auch ziemlich schön noch mal so hin und her wischen kann und dem Ganzen noch so diesen Grauschleier geben kann. Also es sollte auch so ein bisschen verwaschen aussehen. Und dann wird es gescannt und dann bearbeite ich es hier weiter. Also man sieht auch, dass es noch mal so ein bisschen bearbeitet ist, also dass die Tiefen noch mal ein bisschen knackiger gemacht worden sind und also dass ich alles so bisschen dunkler noch mal gemacht habe, als man es jetzt im Original hat. Und neben dem gesucht Flyer von Gemma McCluskey gab es dann natürlich auch diese ganzen vielen anderen Sachen, die ich da dann mal noch mit reingezeichnet habe. Das sind so diese verschiedenen Flyer, die da überall so rumhängen. Das Ganze sieht dann irgendwann so aus mit den ganzen Figuren, die da noch dazukommen. So in etwa sieht es dann nachher im Buch aus. Das ist halt so das Buch, was ich immer dabei habe.